Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher, herzlich willkommen zu WKO im Bezirk On Air. Bei uns kommen Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Expertinnen und Experten zu Wort. Wir haben für Sie spannende und interessante Informationen. In Zeiten, wo persönlicher Austausch schwierig ist, möchten wir so mit Ihnen in Kontakt bleiben. Heute haben wir den 13. Bezirk zu Gast. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich verbringe derzeit viel mehr Zeit als sonst auf Instagram, Facebook, LinkedIn und Co. Wie viele Menschen in Österreich glauben, Sie nutzen aktuell Social Media? Laut einer Studie von Statista sind es aktuell um die 4,5 Millionen Menschen, die regelmäßig soziale Medien nutzen, um sich auszutauschen und zu informieren. Bei uns erfahren Sie in den nächsten 20 Minuten, wie man über Social Media in der Krise Kunden binden kann oder neue Kunden gewinnen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, in unserem Tool Fragen zu stellen. Auf der rechten Seite befindet sich ein Chat. Einfach die Frage eintippen. Am Ende der Sendung werden wir die Frage gerne für Sie beantworten. Zu Beginn haben wir außerdem noch etwas für Sie vorbereitet. Für uns sehr spannende Fragen, die wir Ihnen jetzt stellen. Sie mögen diese bitte auch im Chat beantworten und am Ende der Sendung werden wir Ihnen diese präsentieren. Die erste Frage: Womit haben Sie beim Umgang mit Social Media nicht gerechnet und welcher Aspekt hat Sie besonders beeindruckt? Die zweite Frage ist: Was hat gar nicht funktioniert? Wir befinden uns heute im Haus der Wiener Wirtschaft am Praterstern. Ich möchte recht herzlich unsere Bezirksobfrau aus Hitzing, Anita Stadelmann, begrüßen. Vielen Dank, dass Sie Teil unserer Sendung sind und ja, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Dankeschön, ich freue mich, da sein zu dürfen. Frau Stadelmann, was macht eine Wirtschaftskammer Wien Bezirksobfrau? Was sind Ihre Aufgaben? Also als Bezirksobfrau verstehe ich mich als Interessensvertretung vor Ort, bin Ansprechpartnerin für Unternehmen im 13. Bezirk und auch das Bindeglied zur Wirtschaftskammer Wien und ihren zahlreichen Services. Konkret bedeutet das, dass sich alle Unternehmen an mich wenden können, wenn sie Themen haben rund um Unternehmen, ihr Unternehmen bzw. alles, was sie hier auch in diesem, bei diesem Thema beschäftigt. Und darüber hinaus organisieren wir regelmäßig gemeinsam mit dem Bezirksmanager Günther Berlin Netzwerktreffen und besuchen auch die Unternehmen vor Ort. Ich weiß, dass Sie sehr engagiert sind. Was mich bzw. wahrscheinlich auch die Zuseherinnen sehr interessieren wird, was ist Ihrer Meinung nach das Besondere am 13. Bezirk? Also das Besondere für mich persönlich ist definitiv das Flair des Bezirks. Wir sind sehr stadtnah, das heißt, wir sind relativ schnell auch im Zentrum. Und andererseits hat es der 13. Bezirk geschafft, hier halt einfach einen gewissen Dorfcharakter auch beizubehalten. Das finde ich extrem attraktiv, weil das irgendwie alles wie eine Familie auf mich persönlich wirkt. Grundsätzlich ist es schon so, in meinem persönlichen Umfeld, ich kenne kaum jemanden, der nicht gerne den 13. Bezirk besucht, sei es jetzt halt einfach, um Erholung zu suchen. Schönbrunn lädt hier ein, Leinzer Tiergarten oder halt einfach, um gut zu speisen. Wir haben eine ausgezeichnete Gastronomie im Bezirk oder sei es halt einfach, zu bummeln, zu shoppen. Ich glaube, da lässt auch kein Herz, also kein Wunsch offen, die ganzen Einkaufsstraßen, die wir haben. Wir haben eine unglaubliche Nachversorgungsinfrastruktur im Bezirk und ich glaube, das ist schon etwas, worauf wir stolz sein dürfen auch. Super, ich bin auch gerne im 13. Bezirk, aber ich bin gerne in ganz Wien. Ich darf mich ja da nicht zu einem Bezirk äußern. Welches Thema haben Sie für unser neues Format WKO im Bezirk On Air ausgewählt? Also das Thema heute ist Social Media in der Krise, damit Kunden binden und auch gewinnen. Wir haben uns bei unserem letzten Netzwerktreffen, das online stattgefunden hat, gemeinsam mit Lorenz Goldnagel von hitzing.at, den Sie sicherlich viele auch kennen, das Thema schon mal angeschaut. Viel auch von der Theorie her, welche Möglichkeiten gibt es hier auch, was macht für einen Sinn oder eventuell auch nicht. Und heute schauen wir uns aber konkret drei Beispiele
aus Hitzing an, um hier halt einfach zu zeigen, wie es dann Unternehmen dann auch konkret umgesetzt haben und es doch geschafft haben, trotz sozialer Distanz im Gespräch zu bleiben mit den Kunden, neu zu gewinnen und hier halt einfach diese Stories auch herzuzeigen aus dem Bezirk. Mhm. Verwenden Sie für Ihr Unternehmen soziale Medien und wenn ja, welche? Also unser Unternehmen Wolkenrot hat schon immer Social Media verwendet. Wir waren oder wir sind auf Facebook, Sync und LinkedIn. Gerade irgendwie in dem ganzen B2B-Bereich ist das Netzwerk zu pflegen, aber auch zu vergrößern ein sehr großes Thema. Und da haben wir uns in den letzten Monaten sehr professionalisiert, auch was das betrifft. Und zwar haben wir ganz stark LinkedIn genutzt, um hier halt einfach unser Netzwerk noch einmal konkreter anzusprechen auch. Ja. Vielen Dank für die Einblicke und spannenden Ansätze. Wir schwenken nun in den 13. Bezirk. Wir haben drei Unternehmerinnen und Unternehmer besucht und zur Thematik befragt. Herzlich willkommen im 13. Bezirk. Mein Name ist Anita Stadelmann. Ich bin die Bezirksobfrau der Wirtschaftskammer Wien hier in Hitzing und heute besuchen wir drei Unternehmen. Welche neuen kreativen Wege setzt Ihr Unternehmen auf Social Media? Also wir sind klassische Storyteller und dadurch, dass es uns schon seit 1805 gibt, haben wir sehr viele Geschichten zu erzählen. Wir sitzen gerade beim Hans-Moser-Stammtisch, das ist eine Geschichte. Der Kaiser war hier essen, die Strauß-Familie ist öfters gekommen. Aber das sind nur Geschichten und im Mittelpunkt muss natürlich auch das Essen stehen. Und was ist das primäre Ziel, neue Zielgruppen anzusprechen oder halt einfach die bestehenden Kunden nochmals ins Boot zu holen? Beides eigentlich. Also für Neukundengewinnung ist zum Beispiel Instagram sehr gut. Da kann man sehr gut mit den Hashtags neue Zielgruppen, neue Kunden, potenzielle Kunden gewinnen. Ja. Auf Facebook ist das Restaurant sehr stark mit meiner Person verbunden und da betreuen wir eher die bestehenden Kunden. Wir nutzen Social Media natürlich, um mit unseren Kunden in Kontakt zu bleiben und auch neue Zielgruppen zu generieren. Dafür drehen wir kurze Videos, zeigen den Kunden verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Die schneiden wir dann zusammen, damit der Kunde eine Idee hat für ein Styling für Festtage, ein Styling für zu Hause oder für Business. Wir machen verschiedene Collagen. Stellen die Produkte zusammen, welches Kleid zu welchem Tuch, zu welcher Tasche passt. Hauptsächlich geht es darum, dass der Kunde eine Idee bekommt, wie er die Produkte und die Kleidung kombinieren kann und zusammenstellen kann. Und für uns ist das natürlich eine große Freude, wenn dann der Kunde dieses Styling nachkauft, uns anruft und wir ein positives Feedback auf unsere kreativen Ideen bekommen. Hallo, ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe einerseits auf facebook.com/klingboutique mit Live-Videos begonnen. Ich habe eine schöne Küche zu Hause, ich liebe Kochen, habe unsere Produkte mit nach Hause genommen und habe unseren Kundinnen und Kunden gezeigt, was man damit alles machen kann und habe verschiedene Rezepte gekocht. Ich habe das jetzt mitgebracht, einfach mal zu zeigen, wie das Ding funktioniert. Es ist ganz einfach. Die bestehenden Kunden erreiche ich hauptsächlich über Facebook und natürlich auch unsere Website. Und über Instagram hat man ganz andere Möglichkeiten, neue Kunden zu generieren. Mir sind die bestehenden Kunden natürlich wichtig. Ohne die wird es uns heute nicht geben. Die machen 80% des Umsatzes aus. Und die neuen Kunden möchte ich natürlich für uns begeistern und schafft es gut über die Hashtag-Analyse auf Instagram. Das ist auf Instagram kann man verschiedenen Hashtags eben auch folgen. Das heißt, wenn jemand für Kochen und Küche sich begeistert und diesem Hashtag folgt, dann werden automatisch auch unsere Beiträge ausgespielt. Nun möchte ich recht herzlich Pietro Scala begrüßen. Er ist Inhaber der Messa Scala KG und hat ein Geschäft im 13. Bezirk sowie ein Unternehmen in der Grazer Innenstadt. Was ich ganz spannend finde, seit 140 Jahren und in fünfter Generation existiert dieses Unternehmen in Graz. Vielen Dank auch an Sie fürs Kommen.
danke Teil unserer Sendung sein und ja. Ja, danke vielmals. Ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf. Sie sind als Messerguru über die Grenzen des 13. Bezirks bekannt. Wie konnten Sie diese Breitenwirkung erreichen? Also einerseits, uns gibt es seit 140 Jahren. Das spricht natürlich für uns. Und auf der anderen Seite, wir haben schon recht früh damit begonnen, eine Webpräsenz aufzubauen. In einer Zeit, als das noch nicht so selbstverständlich war, eine Internetpräsenz zu haben als Einzelunternehmen. Damals waren wir noch ein Einzelunternehmen. Und das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Und dann 6, 7 Jahre später ist dann Facebook aufgekommen und wir haben da recht schnell erkannt, dass das einen guten Nutzen für eine Firma haben kann und haben dann eben auch zum ersten Mal Social Media bedient. Und wir haben immer Fotos selber gemacht, wir haben Videos selber gemacht und das kommt bei den Kunden und Kundinnen sehr gut an. Im Endeffekt ist unsere Audience klein und fein und da muss man auch dazu sagen, es geht nicht darum, wie viel Follower man hat, sondern dass die Follower, die man hat, mit dem Produkt sich identifizieren können und das haben wir gut geschafft. Wunderbar. Mittlerweile bekommt man ja fast überall Messer im Supermarkt, wirklich überall. Warum sind Sie trotzdem so erfolgreich mit Ihrem Geschäft? Also ein Messer ist nicht ein Messer. Ich vergleiche das ganz gern mit Prosciutto oder Prosciutto aus dem Supermarkt ist nicht der gleiche wie der, den ich in der Feinkost eben bekomme. Und wenn man ins Geschäft kommt und ein Messer sucht, dann möchte man es auch angreifen können. Es gibt unzählige Messerstähle, also ich könnte da jetzt wahrscheinlich Stunden darüber erzählen. Und bei uns kann man das alles probieren und wird auch fachkundig beraten. Im Endeffekt, ich befasse mich seit 20 Jahren mit Messern, fünfte Generation, mein Vater seit fast 50 Jahren. Wer zu uns kommt, wird einfach top beraten. Und jetzt in der Klingenboutique in Hietzing haben wir auch einen jungen Mann angestellt, der einerseits die Kochlehre gemacht hat und andererseits auch selber Messer schmiedet. Und das kommt für unsere Kunden natürlich sehr gut an. Wunderbar. Mit Social Media in der Krise Kunden binden und gewinnen. Wie handhaben Sie das mit Ihrem Unternehmen? Also vor allem im ersten Lockdown war es so, da beginnt man natürlich zu grübeln, wie geht das weiter? Und dann habe ich einfach die Produkte, die ich selbst aus meinem Geschäft zu Hause habe, hergenommen und habe Kochvideos damit gemacht und habe damit, glaube ich, auch die Liebe zu unserem Produkt gezeigt. Und diese Videos waren live und da haben die Kunden und Kundinnen auch live uns Fragen stellen können, die wir beantwortet haben. Und so ist in weiterer Folge ist so entstanden, dass wir ziemlich viele Videoberatungen gehabt haben. Das heißt, wir haben über Videoberatung im Geschäft beraten und haben die Produkte dann zugesendet. Was braucht es aktuell auf Social Media, um in der digitalen Online-Flut zu überraschen? Ja, also im Endeffekt ist ja so, jedes Produkt funktioniert anders. Aber das, was man tut, dafür muss man brennen, das muss man lieben und das muss man auch so rüberbringen. Wenn man sich selbst für was begeistert, dann kann man auch andere Leute dafür begeistern. Das habe ich auf den Social-Media-Kanälen gesehen. Das ist absolut korrekt. Wie kann man auf den diversesten Kanälen exzellentes Beziehungsmanagement zu potenziellen Kundinnen und Kunden gestalten? Also Social-Media ist ja Kommunikation, Interaktion. Und man muss sich einerseits natürlich in diversen Gruppen auf Social-Media wiederfinden, die zu dem eigenen Thema passen und man muss seine Zielgruppe auch gut kennen. Und zum Thema Interaktion, Kommunikation, es werden einem oft Fragen gestellt und die sollte man bestmöglich bedienen können. Also wir als Spezialisten finden viele Fragen oft einmal banal oder total logisch und da kenne ich schon Leute, die sagen, ja, das beantworten sie erst gar nicht, aber das sollte man nicht so machen, weil wir sind die Spezialisten und andere Leute befassen sich erst gerade jetzt mit unserer Thematik, in meinem Fall eben den Messern und Küchenwaren. Und da sollte man jede Art von Frage beantworten und die User auch wirklich ernst nehmen. Haben Sie abschließend einen Tipp für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, den Sie Ihnen in Bezug auf Social Media, jetzt aktuell in der Krise, Kundenbindung, Kundengewinnung mitgeben möchten? Ja, also wichtig ist, dass man seine Zielgruppe kennt und dass man die auch bedienen kann. Und wie eben vorher schon erwähnt, man muss für sein Produkt brennen
und man muss das seinen Kundinnen und Kunden oder potenziellen Kundinnen und Kunden auch zeigen. Und so begeistert man dann letztendlich auch. Und es ist besser, man fokussiert sich auf einen Social-Media-Kanal als auf viele verschiedene, weil für den einen funktioniert Facebook besser, für den anderen Instagram. Ich habe das bei mir getestet und in meinem Fall war Facebook auch von der Altersgruppe her das perfekte Medium und auf das fokussiere ich mich. Danke für die schönen Einblicke und auch die wertvollen Tipps und Tricks, ganz besonders auch für unsere Unternehmerinnen. Wir haben jetzt eine kurze Online-Umfrage für Sie vorbereitet und würden uns freuen, wenn Sie darauf antworten würden. Sie können eine Antwort anklicken, gerne aber auch mehrere. Die wird Ihnen jetzt sofort im System eingeblendet. Die erste Frage ist, welche sozialen Medien nützen Sie für Ihr Unternehmen? Nützen Sie Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn? Ist vielleicht Xing für Sie das ideale, der ideale Kanal oder nützen Sie noch gar kein Social Media? Wir sehen gerade live das Ergebnis. Also bis jetzt ist es so, dass Facebook an der Spitze steht, dicht gefolgt von Instagram. Pinterest nützt niemand. LinkedIn, Xing 60%. Ich warte jetzt noch kurz, bis die Umfrage abgeschlossen ist. Die Umfrage ist abgeschlossen. Die erste Frage, 80% der Unternehmerinnen und Unternehmer nützen Facebook, 50% Instagram, 0% Pinterest, 60% LinkedIn und Xing und 10% nützen bisher noch keine der genannten sozialen Medien. Jetzt möchte ich Ihnen gerne die zweite Frage einblenden. Und zwar, was möchten Sie mit Ihrem Social-Media-Auftritt erreichen? Ich möchte Kunden binden, neue Kunden gewinnen, über Aktuelles aus meinem Betrieb informieren, meine Angebote und Produkte ins rechte Licht rücken und präsentieren oder Imagepflege. Genau, die Umfrage läuft noch. Sie haben noch die Möglichkeit zu voten. Wir sehen hier auch live, dass es sehr spannend wird. Ich bekomme wieder ein Zeichen, wenn die Frage abgeschlossen ist. Sehr gut. Okay, 50% möchten Kunden binden, 75% neue Kunden gewinnen mit Social Media, 58% über Aktuelles aus dem Bezirk bzw. aus dem Betrieb informieren, 33% wollen die Produkte ins rechte Licht rücken und 67% nützen es als Imagepflege. Sehr spannend, sehr interessant. Jetzt wird die letzte Frage für Sie eingeblendet. Bitte voten Sie mit. Wie gesagt, Sie können einmal einen Tipp abgeben, gerne aber auch zweimal oder dreimal. Also einfache Antworten, gerne auch mehrfach. Es geht los. Welcher Effekt hat sich als positiv herauskristallisiert? Ich war begeistert, weil die Verkaufszahlen gestiegen sind, mich meine Kunden inspiriert haben und ich dank dem Feedback der Kunden mein Angebotssortiment anpassen konnte. Eine weitere Möglichkeit ist, ich mehr über meine Kunden erfahren habe und über deren Einkaufsverhalten besser Bescheid weiß. Ich komplett neue Kundenschichten erschließen konnte. Und die letzte Möglichkeit ist, weder noch, ich nutze keine sozialen Medien. Jetzt haben Sie noch kurz Zeit zu voten. Die Technik gibt mir dann wieder Bescheid, wenn die Kurzumfrage abgeschlossen ist. Sehr gut, die Kurzumfrage ist abgeschlossen. Auch ganz spannend, 13% waren begeistert, weil die Verkaufszahlen gestiegen sind. 25% waren begeistert, weil das Angebot anhand vom Kundenfeedback optimiert werden konnte. 63% waren begeistert, weil sie mehr über ihre Kunden bzw. das Einkaufsverhalten herausfinden konnten. 38% haben komplett neue Kunden Schichten erschließen können und 25% weder noch, weil sie kein Social Media nützen. Vielen Dank, dass Sie an der Umfrage teilgenommen haben. Sie können sich noch erinnern, ganz zu Beginn der Sendung haben wir Ihnen zwei Fragen gestellt und mein lieber Kollege, der Herr Günther Verlin, Bezirksmanager in Hitzing, hat uns diese Fragen jetzt zusammengefasst und wird uns das Ergebnis präsentieren. Die erste Frage war, womit haben Sie beim Umgang mit Social Media nicht gerechnet und welcher Aspekt hat Sie positiv überrascht?
Hier haben wir zwei Rückmeldungen bekommen. Das eine ist, es geht schnell und einfach. Man kann mit dem Handy einfach ein Foto machen und zwischendurch posten. Und das zweite war, dass man, wenn keine Kunden im Geschäft sind, kann man ein Posting erstellen. Also man muss nicht jetzt sagen, ich nehme mir 2 Stunden Zeit und mache das, sondern wenn gerade Zeit ist, ist es flexibel und dann kann man etwas posten. Sehr gut. Und die zweite Frage, die wir unseren Unternehmerinnen und Unternehmern gestellt haben, was hat gar nicht funktioniert? Es haben sich mehrere gemeldet, dass sie viel posten, aber wenig User haben, also wenig Likes bekommen. Mhm. Und das zweite ist, welche Plattform soll ich nehmen? Das haben auch mehrere geschrieben, dass man nicht weiß, was ist für mein Unternehmen besonders geeignet. Mhm. Vielen Dank, Günther, dass Gerne. Du uns das zusammengefasst Gerne. Hast. Wir haben jetzt noch einige Fragen von den Unternehmerinnen und Unternehmern erhalten und da würde ich jetzt gerne noch mal kurz Platz tauschen mit dem Herrn Pietro Scala und dem Günther. Danke, Günther. Gerne. So, die Fragen werden uns jetzt eingeblendet. Eine Frage habe ich hier schon gesehen. Sehr gut. Und zwar, wie kann man Social Media ins Daily Business einbauen? Ja, das hängt jetzt natürlich wie immer von Produkt oder Dienstleistung ab. In meinem Fall, wenn ich eben vor Ort im Geschäft bin und zum Beispiel eine neue Lieferung bekommen habe, dann fotografiere ich die Messer, schreibe einen Text darüber, was ich toll daran finde. Und manchmal mache ich auch eine so Mini-Video-Rezension von dem Ganzen. Und das ist eigentlich ein guter Anlass eben auch. Man muss sich kleine Anlässe sozusagen suchen und die dann eben für diverse Postings anwenden. Mhm. Dann habe ich jetzt noch eine zweite Frage gesehen und zwar, wie komme ich zu mehr Followern? Ja, das ist eigentlich gar nicht so einfach. Was wir auf jeden Fall machen ist, wir haben auf all unseren Karten, die wir verteilen oder allen Werbemitteln, die Aufforderung Follow Us. Und in unserer Branche mit Messern ist es so, wir können das online kaum bewerben, also monetär bewerben. Und deswegen sprechen wir unsere Kundinnen und Kunden auch aktiv darauf an, wenn sie Neuigkeiten wissen wollen, dann mögen sie uns doch folgen. Und das funktioniert ganz gut. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man Ads pusht, wie man so schön sagt, also eine Zielgruppe sich aussucht und einen gewissen Betrag freigibt für eine gewisse Zeit und das dann mehr Leuten ausgespielt wird. Mhm. Jetzt sehe ich noch eine weitere Frage und zwar, muss ich auf jedem sozialen Netzwerk vertreten sein? Meines Erachtens überhaupt nicht. Mhm. Wir sehen jetzt zum Beispiel, dass eine neue Plattform immer größer wird, das ist TikTok. Mhm. Und TikTok ist immer für eine sehr junge Audience. Dann haben wir Instagram. Das ist sozusagen die nächste Altersgruppe und danach kommt Facebook. Und online, wenn man auf Google ein bisschen recherchiert, dann erkennt man auch recht gut, welcher Social-Media-Kanal am besten auf die eigene Zielgruppe passt. Und wie ich vorher angekündigt habe, bei mir ist das Facebook. Unsere Produkte sind ein bisschen höher preisig, das heißt, es sind auch ein bisschen ältere Leute, also älter. Ich bin auch nicht älter, aber eben mit einem Einkommen, wo man sich da sowas auch einmal schon leisten kann. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Studentenprodukt. Mhm. Genau. Haben Sie noch weitere Fragen an den Herrn Pietro Scala? Dann wäre es jetzt die Möglichkeit, diese zu stellen. Jetzt sind leider gerade die Fragen ausgefallen. Die sehen wir nicht am Bildschirm. Vielleicht kann man das wieder einblenden. Eine Frage sehe ich noch. Welche Erfahrungen gibt es mit Social Media im Bereich Unternehmensberatung? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich mit meiner Branche wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Unternehmensberatung in dem Sinn biete ich mit meinen Messern nicht an. Ja, das stimmt. Aber wir werden diese Frage aufnehmen, einen Experten intern fragen. Wir haben auch Ihren Kontakt und werden Ihnen dann eine E-Mail zukommen lassen. Gibt es noch eine weitere Frage an den Experten, Pietro Scala? Wenn nicht, dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich für die Expertise
Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und dann tauschen wir nochmal zu unserer Wirtschaftskammer Wien, Bezirksobfrau Anita Stadelmann. Danke vielmals. Ich sage danke. Ja. Vielleicht kann ich die Frage beantworten. Ja, sehr gerne. Und zwar, unser Unternehmen ist ein Unternehmensberatungsunternehmen. Und ich glaube, gerade in diesem B2B-Bereich Unternehmensberatung funktioniert ganz gut Xing und LinkedIn. Es hängt natürlich davon ab, auch in welchem Sprachraum man sich bewegt, ob das jetzt der deutschsprachige Raum ist, beziehungsweise auch darüber hinaus und natürlich auch von der Dienstleistung hängt es auch ab. Aber grundsätzlich gibt es da auch eine Möglichkeit, einfach ein Content zu erstellen und sich Gedanken zu machen, okay, was sind jetzt halt einfach die Themen, die ich mit meinem Netzwerk, mit meinem Publikum hier auch teilen möchte auch. Am besten ist natürlich, sich hier als Experte zu platzieren auch. Und darüber hinaus gibt es auch eine großartige Möglichkeit, das Netzwerk auch zu erweitern. Natürlich ist es ein bisschen unpersönlich über LinkedIn, aber trotzdem schauen die Leute auch auf das eigene Profil. Und ich glaube, dass es hier halt einfach wichtig ist, gerade in der Unternehmensberatung auch Vertrauen aufzubauen. Und da bietet LinkedIn durchaus auch eine große Möglichkeit. Meine persönliche Empfehlung ist auch, wenn man jetzt bereits ein Kontaktbouvoir hat, wenn man jetzt neue Leute in das eigene Netzwerk dazu nimmt, durchaus auch einmal zu schauen, wo gibt es denn Berührungspunkte. Das sind zum Beispiel auf LinkedIn die Kontakte des zweiten Grades. Also dass man jetzt nicht einfach lose irgendjemanden addet, mit dem es keine Berührungspunkte gibt. Da gibt es dann natürlich dann auch die Gefahr, dass man sozusagen nicht ins Netzwerk mit eingeladen wird oder bestätigt wird. Ja. Also das sind so ein paar Tipps von meiner Seite, da unser Unternehmen auch Unternehmensberatung ist. Ja. Sehr gut, ich hoffe, die Frage ist beantwortet, aber bestimmt. Jetzt sehe ich noch, was ist fürs neue Jahr, für 2021 geplant? Haben Sie da Ja, ich würde jetzt einmal sagen, die letzten Monate haben uns gezeigt, dass mittelfristig, langfristig relativ schwer zu planen ist hier auch. Das, was wir uns schon vorgenommen haben, gemeinsam mit Günther Verlin, den Sie auch schon jetzt kennengelernt haben, hier ganz stark auch die Unternehmen zu unterstützen auch. Wir wollen natürlich nächstes Jahr definitiv wieder in persönliche Business-Treffen übergehen, vorausgesetzt es wird hier auch möglich sein und dann auch die Unternehmen vor Ort wieder besuchen und natürlich überall dort zu unterstützen, wo es halt notwendig ist, Einkaufsstraßen, dieses Jahr ist halt einfach vieles ausgefallen, Bezirksfest, dann in Leinz das Fest, das es normalerweise gibt, in Obersandfeit etc. Also wir hoffen, dass halt einfach doch all diese Dinge, auf die wir Hietzinger auch sehr stolz sind, wieder nächstes Jahr stattfinden können. Jetzt habe ich dann noch eine Frage gesehen, und zwar, wie Sie zur Selbstständigkeit gekommen sind, was Ihre Idee so dahinter war? Also grundsätzlich, das Unternehmertum war schon etwas, was schon immer für mich sehr spannend gewesen ist. Ich wollte mich schon immer selbstständig machen, ich wollte schon immer Unternehmerin sein. Es war aber dann doch so, dass es an eine Idee gefehlt hat, weil da braucht es auch ein Thema, mit dem man sich selbstständig macht auch. Und es gibt so einen roten Faden in meinem Leben, das ist das Thema Personalmanagement auch. Und 2014 habe ich meine Geschäftspartnerin näher kennengelernt, mit der wir das Unternehmen Wolkenrot gegründet haben, die Julie Gruber. Und zwar durch das Leben. Unsere Söhne sind gemeinsam in den Kindergarten gegangen und so haben wir uns kennengelernt, sind ins Gespräch gekommen. Und 2015 war es dann soweit, dass wir halt gemeinsam auch unternehmerisch durchgestartet haben. Super, vielen Dank. Hat uns noch eine Frage erreicht? Leider ist wieder das Fragentool verschwunden. Nein? Okay. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser neues Format WKO im Bezirk On Air. Wir haben jetzt alle Fragen beantwortet und ich möchte Ihnen auch schon gleich die nächste Sendung anteasern, und zwar im neuen Jahr am 20. Jänner 2021 wird uns die Wirtschaftskammer Wien Bezirksobfrau aus Otterkring, Verena Wiesinger, besuchen. Ich freue mich schon sehr auf diesen Talk. Und falls Sie ein Thema für uns haben, beziehungsweise wenn Sie uns gerne Feedback zukommen lassen möchten, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an
onair@wkw.at. Ja, abschließend doppelt hält besser. Danke nochmal, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Vielen Dank an Sie zu Hause fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.